Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Chaos Theory. Wir sind hier stehen geblieben. Immer noch an der gleichen Stelle wie gestern. Wir speichern nochmal so aus Langeweile, weil wir jetzt nur Alarmstufe 2 haben, ja. Haben letzte Folge die hier umgelegt. Der eine liegt immer noch da. Die Kamera da oben versaut uns gerade das ganze Leben. Es ist nämlich nicht gerade einfach, hier durchzukommen, ohne gesehen zu werden. Ich hasse es. Ich hasse es generell, bei Spielen vorsichtig sein zu müssen. Aber ich muss ja nicht. Das ist ja das Geile an der ganzen Sache. Ich möchte es ja. Gut, hat sogar funktioniert. Perfekt. Rollen wir uns mal hier rüber. Setzen uns mal hier an den PC. Und hacken mal noch eine Runde. 4020? Wer unten? Ne, 68, 192, 68, 40, 20. Bitteschön. Kamerazugriff. Ja, toll. Die hatten uns gerade das Leben richtig verkackt. Wo geht's da hin? Hey! Hey, was ist los? Es kann nicht sein, dass uns einfach jeder und alles sieht. Nichts. Ja, genau. Hier ist rein gar nichts. Da hast du sowas von recht. Jetzt geht er da vorne nicht ins Licht rein. Mein Gott. Du bist manchmal echt döselig. Den hier bewältigen wir. Und dem geben wir es auch. Ganz schön hart hier. Und jetzt holen wir uns da unten den. Bitte hör jetzt einfach mal nicht auf zu laufen. Hast du uns nichts zu sagen? Schade. Ich mag das immer, wenn wir die verhören. Da lässt Sam immer geile Sprüche los. Das finde ich sehr nett von ihm. Komm schon. Sehr gut. .91.67. Nicht angenehm jetzt gerade, wenn wir da oben nämlich nichts sehen. 3020, das war das hier. Alles Klärchen. Gute Arbeit, Sam. Wenn du das Programm auch noch auf dem letzten Server installierst, machst du mich zur glücklichsten Frau der Welt. Letzter Server? Du bist ja leicht zufriedenzustellen. Tja, Frauen sind nun mal sehr neugierig. Also einen gibt's noch. Ich habe da unten den Schacht gesehen. Aber ich gehe, glaube ich, mal den normalen Weg. Weil wir da doch teilweise was überspringen könnten, wenn wir durch den Schacht kriechen. Und das möchten wir ja nicht. Oh, Heilung. Sehr gut. So lässt sich's leben. Warum wurde jetzt zwei? Ich habe nur einmal drauf gedrückt. Einmal speichern bitte. Und hier durch. Ah ne, erst müssen wir noch hier Retina-Scanner hacken. 4010 haben wir hinten. 191, 4010. Sieht mir sehr danach aus. Ja, natürlich. So langsam können wir hacken. Ich will nochmal raus. Bitte nochmal raus. Also gehen wir da unten durch den Schacht durch, weil da kommen wir auf die andere Seite von diesem Laser-Ding. Denke ich jedenfalls mal. Wo war denn hier der Schacht? Da. Sam die Raupe. Eine Geschichte von Rockkartoffel LP. Da sagte die Kartoffel zur Karotte, meiner ist dicker. Aha, ja, ja. Ja, jetzt komme ich und dann ist es kein gemütlicher Posten mehr, aber gar nicht mehr. Er hat die Stadt verlassen. So, kriechen wir mal hier langsam raus. Ja, wir saufen seine Hausbar leer und spielen seine Videospiele. Er hat das neue Prince of Persia. Ja? Hab gehört, dass er Product Placement. Das Spiel des Jahres, Mann. Kann kaum erwarten, es zu spielen. Speichern. Gerade etwas angespannt. Den lagern wir mal hier hinten in der Ecke ab.
Gehen wir noch hier rein. Gucken wir, was es hier so gibt. Scheint aber nichts zu geben. Gehen wir nochmal raus. Hier gibt es Heilung für den Fall, dass wir Heilung brauchen. Hier geht's in den Raum. Und der Typ wieder ist allein. Oder? Sieht mir so aus. Dann schnapp ich mir den nochmal. Oder auch nicht. Okay, das war Fail, aber richtig Fail. Da war ich doch einen Schritt zu nah an ihm dran, ey. Alter. Machen wir diese Stelle nochmal. Nochmal so galant wie vorhin. Immer schön darauf achten, dass wir nicht so laut sind. Und dann eh wieder in der Ecke da ablagern. Weil das hat er meiner Meinung nach ganz gut gelegen eigentlich. So, jetzt wechseln wir die Waffe. Jetzt holen wir direkt die Haftschocker raus. Weil hätten wir eben mit der anderen Waffe geschossen, hätten wir den Typ umgelegt und dann wäre es vorbei gewesen. War der nicht vorher woanders? Oder bewegt er sich jetzt gleich darüber? Ich weiß nicht, wo der andere Typ hin ist. Der scheint mir aber auch nichts zu sagen. Wo legen wir dich denn ab? Einfach mal hier, hä? Da hinten steht noch eine Tür offen. Hier oben. Hier ist auch noch einer. Jetzt läuft es nochmal besser. Alter. Was macht ihr denn da? Ich bring dich auf! Da habe ich gedacht, ich kann ihn irgendwie umlaufen. Und da hat er mich doch gekriegt. Einmal speichern. Jetzt gehen wir schnell einfach da hoch. Gucken, was der am Rechner gemacht hat. Dann gehen wir uns schnell heilen. Dann gehen wir weiter. Prüfung der Stromversorgung. Schön durchlesen, ja? Nicht vergessen, durchzulesen. Und dann hacken wir das hier noch. 20. Ja, weiter. 68. Schneller. 30. 194. Oh, war das knapp. Ich hätte es gerade beinahe verkackt. Hier ist noch ein Schacht. 10, 66. 30, das sieht mir sehr danach aus. Aber es könnte natürlich auch irgendwas anderes sein. Was wir vielleicht gar nicht sehen, weil es wieder über dem Bildschirmrand verschwindet. 104, nö, ist das hier. Spionageprogramm, schön hochladen. Das war der letzte. Ich kann es gar nicht erwarten, in Ihrem Wäschekorb herumzuschnüffeln. Oh. Was? Die Wäsche. Hab ich total nicht wieder hochgehen, vergessen. Ach, egal. Ja, jetzt hat er auch noch die Wäsche vergessen. Also, Sam! Du bist Spion! Und nicht hier irgendwie, was weiß ich, irgendwer, der alles vergessen darf. That's the right dose. It's the right dose. So sehe ich das auch immer. Speichern! Ich habe gelernt, dass man mehr speichern sollte. Von hier aus müsste man irgendwie in den Serverraum gelangen können. Was bist du denn? Schießstände besitzen normalerweise eine externe Ventilation, um den Raum zu führen. System des Serverraums verbunden. Gute Idee. Bitte geh nochmal aus. Danke. Bin nicht gerade erschrocken, ey. Na? Ja. Bin mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen.
Warum fällt der jetzt? Sonst hängt er sich da auch immer hin. Na. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Waren wir jetzt schon fertig mit allem? Von hier aus müsste man irgendwie in den Serverraum gelangen können. Schießstände besitzen normalerweise eine externe Ventilation, um den Rauch abzuführen. Die ist vielleicht mit dem Klimasystem des Serverraums verbunden. Gute Idee. Auf jeden Fall. So, speichern. Seil ergreifen, wo ist denn hier ein Seil? Warum hängt da ein Seil? Ist ja förmlich einladend hier für Einbrecher. So schlecht sind die hier. Bitte macht jetzt niemand von euch die Tür auf. Nicht jetzt. Dürfte ich jetzt bitte dran, danke. Verdammt. Es sieht so aus, als hätte jemand die Daten, die wir benötigen, vom Server verschoben. Login-Name M. Nedic. M. Nedic. Wer ist das? Hm. Wie kommen wir jetzt hier raus? Kommen wir nochmal hoch? Sieht aus, als sei er bei Displays für Personenschutz zuständig. Er bewacht es Erkesi und Morgenhold? Entweder ist er nicht besonders gut in seinem Job, oder er hat Dreck am Stecken. Ekelon hat nichts über ihn. Sieht aus, als hätte man alles über ihn gelöscht. Vermutlich ein Deckname. Ich werde sehen, ob es mir gelingt, seine wahre Identität herauszufinden. Wir müssen unbedingt Zugriff auf seinen Computer bekommen. Sein Büro müsste sich irgendwo in den oberen Etagen befinden. In den oberen Etagen? Wie kommen wir denn jetzt nach oben? Ich weiß nicht, sollen wir jetzt da unten bleiben? Kommen die da jetzt irgendwie rein? Tatsächlich. Hallo? Wie kommen wir denn in die oberen Etagen? Wo geht's denn hier überhaupt hin? Ach, jetzt sind wir hier in diesem Serverraum. Interessant. Gut zu wissen. Nee, ich glaube, ich will da nochmal runter. Da ging es auf jeden Fall jetzt noch raus. Das habe ich jetzt gesehen, weil jetzt diese komischen Fenster da wieder klar geworden sind. Müssen wir nur gucken. Nochmal abspeichern am besten. Dass uns hier jetzt nicht gleich jemand sieht. Immer schön in den Raum rein. Geht in Deckung! Wo ist der? Fischer, sieh dich vor! Alarmstufe 3, ja, ich hab gar keinen gesehen. Du bekommst eine Menge Ärger. Ja! Nee. Das laden wir nochmal. Da hab ich keine Lust drauf, dass mich da jetzt jemand sieht. Dann gehen wir nochmal raus hier. Sag mal, ich seh die aber gar nicht. Jetzt ist das schon so eine Klarscheibe und dann sieht man die trotzdem nicht. Es ist auf jeden Fall sehr toll. Hoppala. Oh ne, hier war dieser Raum mit dem Laser. Da müssen wir hier nochmal zurück, denke ich. Vielleicht kann man mit dem Aufzug dann nach oben fahren. Da habe ich irgendwie die Ahnung, dass man da mit dem Aufzug dann nach oben fahren muss. Vielleicht käme man durch den Serverraum dann unten auch noch irgendwie nach oben. Aber ich denke, der Aufzug ist eine plausiblere Idee. Und auf jeden Fall einfacher, dorthin zu kommen. Als an diesen zwei Personen jetzt vorbei, oder wie viele das auch immer sind. Hier liegt einer. Wer ist denn das? Achso, das war der, den wir vom Laufband genommen haben. Stimmt, ja. Jetzt hoffen wir nur, dass hier keiner mehr gespawnt ist in der Zeit. Nein, das war die falsche Waffe. Schuss. Ja, komm, mach hinne. Gleich nochmal. Jetzt bitte auf. Dankeschön.
Aber ich würde sagen, wir fahren erst in der nächsten Folge von Splinter Cell Chaos Theory mit dem Aufzug. Wir haben es mal wieder in dieser Folge total verkackt. Wir sind mal wieder total kacke. Wir haben es voll verkackt. Alles. Aber das ist meine Spielweise. So kennt ihr mich. Und so werdet ihr mich wahrscheinlich auch nie vergessen und verlieren. Denn so werde ich wahrscheinlich immer weiter spielen. Ich kann dieses Spiel nämlich eigentlich überhaupt nicht. So also Schleichshooter spiele ich gerne. Spiele ich aber eigentlich nicht, um zu schleichen, sondern eher, um etwas Spaß bei der Sache zu haben. Was ja, denke ich, auch der Sinn ist. Ich würde sagen, einen wunderschönen Restnachmittag euch noch. Und bis morgen. Auf Wiedersehen.